mich liebe Shisha-Freunde, ich, der Weihnachtsmann Shisha-Dulit und mein Gehilfe Benny. Ja, hallo liebe Freunde. Ja, wir stellen euch heute mal wieder eine Vanille. Ich sag schon, welcher Tabak wir heute haben. Nee, wir stellen euch heute wieder eine neue Weihnachtstabaksorte vor. Und zwar Vanillekipfel. Genau, von Rodator. Sieht so aus. Ich komme einmal zur Kamera und zeige euch das Ganze. Heute rutscht die Hose mal nicht. So sieht das Ganze aus. Der stellt dein Gesicht scharf. Mistvieh. Rodator Vanillekipfel. Vom Schnitt gucken wir uns das auch nochmal an. Das Ganze sieht ein bisschen dunkel. Ja, ist halt sehr grob, ne? Zur Not blende ich euch ein Foto ein, wenn man es nicht sieht. Ja, wir haben heute wieder eine Weihnachtssorte. Und ich habe mir mal gedacht, ich lade mir wieder mal einen Gast ein. Oder den Gast, den man schon mal gesehen hatte. Ihr kennt mich ja bereits. Der Typ mit den krassen Unterarmen. Der Spruch musste kommen. Nee, Vanillekipfel auf jeden Fall. Vom Geruch fangen wir erstmal an. Oder vom Schnitt, sehr grob das Ganze. Auch ein krasses Blatt drin und vom Geruch halt sehr vanillelastig und riecht wie Kuchen eigentlich. So. Ja, riecht ein bisschen nach Kuchen. Vanille riecht man auf jeden Fall gut raus. Hat auch so eine süßliche Note. Passt ja zu dem Tabak. Ja, jo. Passt zu Vanillekipfel. Also genau. Riecht auf jeden Fall nicht schlecht, auch gut eingezogen das Ganze. Außer halt sehr grob und hier ist wieder so ein Zwischendeckel bei. Finde ich immer total geil, weil es irgendwie noch ein bisschen frischer hält. Kommt es mir so vor. Denke auch. Ja, denk ich auch. Das sollte dafür sein. Gut, dann ziehen wir mal an und schauen mal, wie das Ganze raucht. Hoffentlich gut. Also, frohes Ziehen, würde ich mal sagen. Legen wir los. Übrigens, die Shisha, bevor ich es vergesse, kannst du ja weiterziehen. Ja. Ist die Shisha AL-028, die ich schon mal vorgestellt hatte. Link zum Video in der Beschreibung, falls hier wieder Fragen aufkommen. Ne? Ich kann den Kopf gar nicht mehr hinten bewegen, ey. Mit so spannend. Ja, schmeckt sehr vanillig das Ganze. Im Anzug war es sehr, also mehr Vanille als jetzt. Jetzt kommt so leicht schon der Keksgeschmack ein bisschen zur Deutung. Genau. Genau, also auf jeden Fall wieder schön süß das Ganze. Vanille schmeckt man auf jeden Fall raus, ist auch relativ leicht. Also was heißt leicht im Geschmack? Ja, also Kuchen merkt man mehr sogar jetzt, würde ich sagen. Das ist Kuchen, Keks, den Keksgeschmack mit der Vanillenote. Ja. Also mir schmeckt das Ganze auf jeden Fall sehr lecker. Ich finde den persönlich recht gut, ja. Ja, also man hat aber auch so eine ganz leichte Vanillenote. Also es ist jetzt nicht mit anderen Vanilletabaks zu vergleichen, sondern eher eine sehr, sehr leichte Vanillenote im Hintergrund. Schmeckt auf jeden Fall nicht wie Kuchen, schmeckt eher nach Keks. Also schmeckt jetzt nicht verkehrt. Ist auf jeden Fall auch eine außergewöhnliche Sorte, Vanillekipfel. So auch noch nicht gehabt, nee. Nee, also dass es sowas gibt. Also einige Vanillesorten hatten wir ja schon mal zusammen geraucht. Ja. Aber hier den Vanillekipfel, echt top. Ja, den kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, liebe Leute, liebe Freunde. Genau. Vom Preislichen hier, also ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Also gefällt mir sehr gut. Vom Preislichen hier 200 Gramm für 13,90 Euro ist natürlich wieder ein sehr, sehr guter Preis. Das kann man dafür auf jeden Fall mal ausgeben. Kann man nicht meckern. Genau, wenn ihr den mal sehen solltet. Und ja, was gibt es noch abschließend zu sagen? Den nächsten Sonntag, denn die nächste Sorte, da gibt es ja noch Bratapfel und noch Lebkuchen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welchen wollt ihr als erstes sehen, erst Lebkuchen oder erst Bratapfel. Vielleicht ist er auch wieder dabei, wer weiß. Dann entscheide ich das Ganze, welcher dann kommt, abstimmungsmäßig. Und ja, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, Freunde. Ne? Da sind sogar kleine Weihnachtsgeschenke drauf, sieht ja richtig geil aus. Und diese schönen Kugeln da, schöne rote Weihnachtskugeln. Das erinnert doch total an Weihnachten. So ist es. Gut, Freunde, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. So, Daumen hoch nicht vergessen. Ihr wisst Bescheid. Check links in der Beschreibung, sehen wir uns beim nächsten Shisha-Video wieder. Und deine letzten Worte. Ja, gönnt euch den Tabak. Ich finde ihn persönlich geil. Shisha dödelt auch. Ja, ich finde ihn nicht schlecht. Wir finden ihn beide gut. Sind wir uns einig. Diesmal genau. Auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Genau. Ansonsten. Wünsche dir guten Rauch. Bis dahin, ho, ho, ho. Ich komme mit drei Haus durch die Tür wie der Santa Claus. Bis macht's dahin. Gut. Macht's gut.